Okay, liebe Leute, weiter geht es hier bei Fountain of Youth und wir gucken jetzt mal, ob das Leder trocken ist. Ich habe inzwischen ja alles umgeräumt und wir brauchen getrocknete Haut. Zwei neue Baupläne, jetzt Leder. Komm, Leder, wir brauchen Leder. Oh mein Gott. Tierhäute. Tasche aus Tierhäuten, 16 Einheiten. Ich brauche Leder. Hier ist Leder. Ein Stück Leder, 10 Wasser. Verbesserte Gerberwerkbank. Verbesserte Gerberwerkbank. Was ist denn die verbesserte Gerberwerkbank? Muss ich aufrüsten? Starker Zweig. Kanonenkugelbaum. Wir kommen nicht. So, was haben wir jetzt hier? Getrocknete Haut. Eieieiei. Die wollen getrocknete Haut, Sehnenfaden. 16 Einheiten. Getrocknete Haut, Sehnenfaden. Vor Sonne und Regen. Normale Werkbank. Sonnenschutz. Ach, vor Regen wäre ja schon mal was, ne? Wenn wir damit anfangen. So. Ich brauche noch eine getrocknete Haut. Ja. 18 Stunden. Dann gehen wir mal wirklich, glaube ich, noch ein Schwildwein jagen. Was sagt denn unser Inventory? Hä, hat er das nicht genommen? Doch. Nee. Hinzufügen. Platzieren. Ach so, und dann einfach rausgehen. Ich hatte nochmal Space gedrückt. Okay. So. Wir versorgen uns unterwegs mit Essen. Auf geht's. Vielleicht noch mal Nabelschwein. Das Wildschwein. Interessanter Gegenstand. Spezialobjekt. Na, da gehen wir hin. Und Wildschwein jagen. Jetzt brauchen wir nämlich dann ein paar mehr Tierhäute. Kokospflaume. Können wir mal gucken, ob das nachgewachsen ist. Yes! Aber trinken haben wir ja eigentlich durchaus. Aber ich habe nicht alles mitgenommen, fällt mir ein. So. Mitten rein. Da ist was. Da ist es auch schon.
7 Schaden genommen. Guck mal, hier kann ich jetzt Tierspuren sehen, wenn es verletzt ist. Na komm. Ja, abgewehrt. So muss es sein, im richtigen Moment. Nochmal abgewehrt. Jawoll. Guck mal, Wildschweinhaut. Frische Haut, 4 Stück. Sehne. Reicht schon wieder nicht. Wir nehmen erstmal die Häute mit. Habe ich noch einen Stein für so einen Schneider? Wir haben noch einen Schneider bei. Das nehmen wir mit. Mit dem Fett kann ich, glaube ich, noch nicht viel anfangen. Das ist nur eine Trophäe. Stoßzähne. So. Was haben wir denn hier? Karte toter Spanier. Haben wir aber schon mal gefunden, glaube ich. Hier. Brief an Lucilius. Das war das Spezialobjekt. Rohrkolben. Was kann man damit machen? Rohrkolben mit Zunder. Achso, erstmal das Schiff. Ja, ist klar. Schlafsack. Schiffsreparaturset, verbesserter Schiffsreparaturset. Bambusgefäß. Leichter Behälter. Ah, 15 Einheiten Flüssigkeit. Seil aus Häuten. Getrocknete Haut, da kriegen wir 2 raus. Okay. Bogenrahmen der Ureinwohner. Seil aus Häuten. Besserer Bogen. So, was wollten wir denn eigentlich? Ja, eigentlich wollten wir das, ne? Wildschwein jagen. So, wir haben hier noch mehr Spezialgegenstände. Gehen wir mal vorsichtig gucken. Eigentlich wollten wir genau das. Wildschwein. Ah, was ist denn hier? Nochmal ein Zettel. Okay. Rezept für einen Bärenkompott. Großer Ast. Auf dem Schrott. Lianenseil. Oh. Karte Bergpfad. Ach, da waren wir aber schon mal hier oben. Da, die Stelle haben wir schon entdeckt. Haben wir die Fackel mit? Wir haben die Fackel nicht mitgenommen. Wir haben die Fackel nicht mitgenommen, liebe Leute. Wie viele Punkte haben wir denn? 4 Punkte haben wir. Ich gebe, glaube ich, mal hier einen aus. Und ich will mal den Trank sehen. Bauplan fertig geschaltet, freigeschaltet. Hier, Allheilmitteltrank. Indianische Medizin, hergestellt aus dem Wasser des Lebens. Heilt alle Krankheiten und stellt maximale Gesundheit wieder her. Todeskappe Giftpilz. So, was haben wir denn hier gefunden? Ja, okay, das kennen wir schon. Harte Bergfahrt kennen wir auch schon. Rezept für Bärenkompott. Bärenkompott.
Feijoa-Frucht. Okay. Was ist denn hier noch? Warum ist denn das hier noch? Ach so, weil wir noch einen Punkt haben wahrscheinlich. Harpune mit Stoßzahnspitze. Primitive Angelrute gibt auch nochmal so einen Punkt. Pilzsuppe. Chemiewerkbank. Obsidianspeer. Pilzsuppe. Schlafsack. Okay. Kupfersäge. Stelle einen verbesserten Karren her. Uiuiuiuiui. Schwarzbrennerei. Das sieht sehr interessant aus. So. Geht's aber nicht weiter gerade mit hier, mit Bumsdings. Okay. Ja. Ich sehe hier nichts. Hier ist eine Kiste. Auf die Schulter legen und dann? Großer Ast. Da ist noch ein Wildschwein. Wie viel Luft haben wir noch zum Tragen? Ah, wir sind schon wieder voll. Ja, die Häute wiegen eine Menge. Oh, krass, ey. Nee, wir müssen zurück schon. Lauf Quark, oder? Nee, passt schon. Ist das hier schon nachgewachsen? Nein. Warte mal, das waren die langen Stöckebäume. Die könnten langsam, aber sicher auch nachgewachsen sein. Das sind nicht die langen Steckerbäume. Das sind die langen Steckerbäume. Wächst noch. Da müsste man glatt überlegen, ob man noch so ein zweites Trockenreck baut, ne, irgendwie. Aber wahrscheinlich... Warte mal, das ist ganz schön... So ein Ding können wir noch mal bauen, jetzt für Datteln und sowas. Und eine Schubkarre auch noch. Ach, so viel zu bauen, so viel zu bauen! Vier. Wenn immer irgendwann nochmal an vier. Doch, ich glaube, ein zweites würde ich vielleicht bauen irgendwann. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Obwohl ja auch mal die Zeit vergeht wie Huberts, ne? Das ist schon krass. So. 48 Minuten. Suche das Objekt. Starker Zweig. Kanonenbaum. Kugelast. Wird wahrscheinlich dann erst... Ja, weiß nicht. Irgendwann gehen. So. 5 Stunden noch. Tada. Drying Rack.
Wir können es schon mal aufstellen, dann sehe ich, was wir brauchen immer ordentlich. So, so ein Ding hier. Okay, 4 lange Stöcke, Seile, Bretter. Ja, hapert's, oder nicht, es hapert, aber es sind dann wieder die Stöcke. So, und eine Schubkarre. Schubkarren sind ja wirklich geil. Die kann man auch mal mitnehmen, oder? Also, über die ganze Insel. Baumkarren, normale Werkbank. Rennofen. Ach, guck mal, da brauchen wir keine... Das kriegen wir doch schnell noch zusammengebastelt, halbwegs. So. 3 Stöckchen und ein Seil noch. Seil 3. Seile haben wir drinnen. Bumm. Und dann müssen wir einen Baumstamm holen. Wir können hier vorne eine. Hier vorne eine abbauen. Hä? Falsche Taste wieder. Geht gar nicht. Die geht. Ach, dann kann ich noch mal eine Schaufel bauen. Dann kann man nämlich die Stümpfe auch rausholen. Haben wir das schon mal gebaut überhaupt? Hammer. Ist das geil. So. Fertig. Nächste. Nächste Haus zum Trocknen. Platzieren. So, jetzt kann man den Lederrucksack, ne, den Leder nicht, aber den kleineren Rucksack bauen. Getrocknete Haut. Crafting. Wo ist er denn? Den hier. Normale Werkbank. Eine Nadel auswählen. Jetzt brauchen wir eine Nadel. Angeln. Ach, Mensch, ey. Weil es nicht alles gibt, ja? das heißt, warte mal anders. Warte mal, eine Schaufel. Eine Schaufel. Ach. Hier, wie es Dickle koppt im Opf. Ja. Wir holen mal schnell einen Baumstumpf da hinten. Den da. Ach so, dann kriege ich noch einen halben Baumstamm. Okay. So, wir machen mal so einen hohlen Baumstamm, ob wir irgendwelche Dinger freischalten. Und dann ist das nächste, was ansteht, angeln. Hilft alles nichts. Wir müssen angeln. Wir müssen angeln, popangeln. So, das hier haben wir nämlich noch nicht gecraftet. Ein neuer Baumplan. Ein neuer Bauplan. Primitives Fass.
Ein stationärer Behälter. Ein stationärer Behälter. Na, das ist ja cool. Dann kann ich hier mal Wasser umladen. Hammer. Müssten wir noch am Mann haben. Jawohl. Krass. Cool. So. Zwei halbe nochmal. Ach so, nee, das Teil habe ich schon mitgenommen. Angeln. Eine Angel bauen. Eine Angel. Primitive Angel. Hier. Ein Knochen haben wir. Einen langen Stock haben wir nicht. Gut. Es hapert wieder am langen Stock. Also, wieder lange Stock sammeln gehen. Rohrkolbenzweig. Was wollte ich denn aus Rohrkolbenzweig machen? Zum Bambusgefäß. Ne, das packen wir draußen hin. Ein Bambusgefäß. Briefe an Lucius. Schaltet Athletik frei. Ah! Das schaltet die nächste Stufe von Athletik frei. So, brauchen wir für den Bambus-Dingensbummens irgendeinen Bergbank? Nee. Guck mal, dann kann man nämlich das hier. Ein Seil für Zweige. Könnte man nämlich noch einen zweiten aufstellen. Dass sich nicht im Wege steht, irgendwie hier. Ja, ich glaube, ich blöd platziert. So. Was würden wir nur ohne Hammerchen tun? So. Fein. Da ist noch Trinken drin. Das werden wir, glaube ich, uns gleich auch reinziehen müssen. Und ein Bambusgefäß haben wir dabei. Ist nämlich auch viel leichter als das Teil hier. Ja, guck mal an, was das für ein. Was das für ein Hoshi ist. Da bauen wir uns, glaube ich, gleich noch ein zweites von. Zack. Bambusgefäß. Die Crafting-Taste und die, also die liegen so dicht beieinander, die Tasten alle, ne? Und ich mit meinen Fingerchen da, das. So. Jetzt lernen wir das mal. So. 10 Stunden. Athletik. Falsche Handverletzung. Mal reingucken hier. Athletik. Guck mal an. Aber was bringt uns dann Stufe 4 nachher? Ah! Jetzt, das geht dann immer weiter. Wenn wir jetzt Stufe 4 haben, dann minus 20. Okay! Irgendwie so. Dann erhöhen sich alle drei. Das ist. Wir müssen schlafen, fällt mir ein.
Und wir müssen essen. Haben wir noch was? Ich habe nicht mehr viel Essen. So, bababam. Ja, was bauen wir wieder als nächstes? Ach, dieses olle Ding hier. Was wollte er denn nochmal? Ja, wir müssen wieder lange Stöcker holen. Wir müssen wieder lange Stöcker uns besorgen. Erstmal müssen wir pennen jetzt hier. Wir sind vollkommen übermüdet. Puh, das ist ganz schön lang. Wieder mal Essen besorgen. Habe ich jetzt nicht den Lederbeutel schon gecraftet? Bin ich blöd? Angeln. Wir wollten angeln. Wir wollten angeln gehen. Dann haben wir nämlich auch gleich Fische. So, wo sind die Knochen alle hin? Wir hatten noch Hühnerknochen. Wir haben Knochenpfeile gemacht, ne? Also, Hühner jagen für Knochen. Brauchen einen Knochen. Dann haben wir auch gleich Frühstück. Also, Hühner jagen. Da, ich sehe es. Mindestens eins sehe ich. Das ist aber geil bei den Spuren. Da hochgerannt. Na, wie weit rennst du denn? Wie einmal im Kreis. Da hast du gedacht, kannst mich austricksen hier, ja? Da bist du nämlich wieder. So, bitte hab einen Knochen dabei. Ey, hab mal bitte einen Knochen dabei. Es ist unglaublich, ja? Kein Knochen dabei. Aber da muss noch irgendwo eins sein. Ist noch nicht ganz abgehalft hat hier. Auf der Karte.
habe auch keins. Mal versuchen, so ein anderes Schwein zu jagen. Hier so ein. Warte mal, Hab hier. Wo ist denn unser Bett? Da ist unser Bett, da ist die Hab hier. Wo sind denn die anderen Schweine? Da hinten sind Schweine. Die weglaufenden Schweine mal probieren. Hier muss noch ein Huhn sein. Wo bist du? Nein. Rennen weg, die anderen Schweine. Kokospflaume. Einfach geradeaus. Das wird Viech. Ist immer die Anzeige dann, wie lange das hält. Ach, wenn ich länger zwischendurch warte, dann... Ach, hör mal doch auf hier. Nee, da wollte ich gar nicht rein. Hier oben ist schon richtig. Da sind sie. Ah, da ist noch ein alter Kadaver von mir. Das ist noch das Wildschwein. Ja, guck mal da. Da ist eins. Vorne ist auch eins. So, was hast du denn dabei, mein Junge? Knochen! Yes! Exactly, was wir brauchen. Jetzt habe ich keinen Stein mehr. Doch, ich habe noch einen Stein. Das heißt, ich kann nochmal schnell so ein Messerchen craften. Dann kann man noch mehr mitnehmen. Nee! Hau ab! Mann, wo bist du? Da. Frische Haut nehmen wir mit. Ach so, dann will ich einen anderen. Wie kann ich denn den auswählen? Muss ich den wegschmeißen? Ich habe doch einen Schneider gecraftet, oder nicht? Ach, der hat abgebrochen, weil mich so ein Skorpion gedödelt hat. Und es regnet. So, wo ist denn das Wildschwein da oben? Diane.
Guck mal, der hat auch noch heute. Kann man daraus machen, ey? Was können wir aus Eingeweiden machen? Zack, reparieren. Yes, Steine müssen wir nämlich auch schon mal langsam holen. Ich bin schon wieder verletzt. Hör auf. So. Wie doll ist denn die Verletzung? Kleiner Schnitt. Eingeweicht und überlastet. Reicht gerade so. So, aber wir haben jetzt eigentlich alles, was wir wollen. Wir können zurück. Unsere Regendinger werden jetzt schön auch Wasser sammeln. Das ist so herrlich. Angeln, angeln, angeln. Da bin ich auch schon gespannt drauf, wie das funktionieren soll, ja? Ah, da brauchen wir doch wieder einen langen Stock für, ne? Warte mal, ich muss gleich mal gucken hier. Wenn ich zu früh freue. Ja, langer Stock. Ja, dann müssen wir halt nochmal eine Runde laufen, lange Stöcke holen. Wir sind jetzt aber eigentlich voll, deswegen müssen wir nochmal los. Aber es ist halt auch cool, ne? Du hast hier wirklich eigentlich durchgängig was zu tun, um vorwärts zu kommen. Wächst noch nach. Hier ist schon ein bisschen nachgewachsen. Das ist cool. Und hier haben wir unseren Saft drin. Wie viel haben wir denn hier drin? Oh, das ist aber schnell voll, ne? Mal gleich mal trinken. Regenwasser, Regenwasser, schnell umstapeln. Die sind nämlich auch ziemlich schnell voll. Und was kann ich denn um? Ja, erstmal nur die. So, können wir gleich hier rein. Das ist cool, ja. Und da kann ich hier kann ich direkt draus trinken. Guck mal einer an. So. Braten wir uns was zu essen? Ja, ich glaube schon, ne? Wir haben nicht mehr viel. Ein Spiegelei. Knochen. Was kann man aus dem Darm machen? Am besten als Zutat verwendet. Den können wir auch braten. Ich kann nichts aus Gedärm machen hier irgendwie. Spiegelei.
Ach nee, den Skorpion kann man nicht essen, da kann man Medizin rausmachen. Ich Idiot. Das habe ich verwechselt. So. Ja, wüsste ich nicht, was man damit machen soll. Holz zum... Dingsbumsen. Das Ding ist auch schon alle. Kann man das reparieren? Okay, das geht. Oh, auch nicht mitschleppen. Steine werden auch schon wieder knapp. Eieieiei. Verdunstet dann nämlich auch wieder. So. Ja. Schubkarre. Nee, Steine. Haben wir hier noch welche drin? Oh ja, die nehmen wir mal alle mit. Und wir brauchen lange Stöcke jetzt. Gehen wir lange Stöcke nochmal holen. Am Arsch der Welt. Und zwar... Eieieiei, das ist wirklich weit am Arsch. Das ist ein weiter Marsch, liebe Leute. Hier ist noch was. Ach ne, die haben wir schon. Ich weiß, welche das sind. Ne, wir müssen da hin. So, kann man so ein Ding jetzt mitnehmen? Wie geht denn das? Ist ja cool. Ist ja geil. Oh ne, wir sind total müde. Wir machen das mal anders. Das ist ja herrlich. Wir pennen. So, dann müsste auch unsere Verletzung weggehen, ne, glaube ich. Ja, wir müssen mal richtig durchpennen hier, glaube ich, einmal. So, nee, Verletzung ist immer noch da, hat nicht geholfen. Chance auf Erholung. Abgeklungen. Besser ist es. So. Wie viel passt da nochmal rein? 80. Na, da gehen wir jetzt ordentlich Steine und Holz sammeln. Fertig. Ne? Wir machen es auf den Weg. Ja, dann brauchen wir noch was zu futtern. Wir brauchen mehr zu futtern. Wir haben 4 Fleisch, die wir mitnehmen können. Und wir müssen neue Häute trocknen unter. Das ist verschwendete Zeit sonst. Nehmen. Wo hab ich ihn hingepackt? 2, 3, 4. Bin ich blöd? Frische Haut. 1, 2, 3, 4. Verarbeitete Haut. 3. Die sind echt schwer. So, zack. Jawohl. Und zack. Ja, passt. So. Futter kochen. Wir brauchen einmal noch irgendwie ordentlich Brennholz. Einen Baumstamm nochmal ausbuddeln hier irgendwie. Oder einen fällen. Fleisch braucht nämlich ungefähr 40 Minuten, das ist auch echt lang.
mal drinnen am besten. Das sind 3 Stunden. 6 Stunden, das ist gut. Sonder. Zack. Wo habe ich denn das? Das. Schnell reparieren. Habe ich Zunder aufgenommen? Und Fleisch. Zack. Wir haben nur ein Fleisch. Ach Mensch, ich dachte, wir haben mehr. Ach, ist egal. Das Blatt war gar kein Zunder. So, dann machen wir halt wieder aus. Zack. So. Ach, das ist nicht so schwer, ne, der Zunder. Halbe Kilo. Nehmen wir mal mit. Ach, guck mal, unsere Sachen auch schon wieder her. Ach, einmal durchreparieren, glaube ich. So, dass wir schön ordentlich voll repariert losziehen können. Oh, der wäre so ein anderes Blatt. Der will auch so ein anderes Blatt. Und was will der? Der will die. Reparieren Teil 2. Level 2. Essen finden wir unterwegs eigentlich auch immer genug. Der Gürtel hält noch. Was haben wir noch? Ja, die Tasche geht langsam in den Arsch. Aber wenn wir das alte Ding mitschleppen, dann passt das schon. So, ich muss noch gucken, ob wir wirklich alles haben. Jo, dann... sind wir ready. Aber Zeit ist um, wir machen einen Cut und dann geht's los. Dann gehen wir ordentlich Holz und Steine holen. Jo, wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.